Hallo zur neuen Folge Weltwissen. Heute geht es um den Islam, über den ja zurzeit auch viel diskutiert wird. Viele reden immer von dem Islam, dabei gibt es unzählige verschiedene Ausprägungen und Richtungen. Und heute geht es um eine davon. Vielleicht habt ihr ja schon mal von den Derwischen gehört. Wenn ihr euch jetzt denkt, Moment mal, das waren doch diese Tänzer mit den langen Gewändern, die sich immer im Kreis drehen, ja, dann habt ihr absolut recht. Aber dahinter steckt noch viel mehr. Und darum geht es in diesem Video. Derwische gehören dem Sufismus an, aber was ist eigentlich der Sufismus? Hier ist eine kleine Erklärung. Der Sufismus ist eine der vielen Ausprägungen des Islam. Die Anhänger nennen sich Sufis oder manchmal eben auch Derwische und der Sufismus gilt als islamische Mystik. Die Sufis versuchen, ein asketisches Leben zu führen, das heißt, sie wollen Gott so nah wie möglich kommen und dabei ihre eigenen Wünsche zurücklassen. Vergleichbar also mit Mönchen im Kloster. Im Mittelpunkt steht die innere Beziehung des Liebenden, also dem Sufi und dem Geliebten, Gott. Im Gegensatz zum Christentum möchte der Sufi die Wahrheit oder die Erlösung aber schon in diesem Leben erfahren und will nicht erst auf das Jenseits warten. Sufis versuchen, die Triebe der niederen Seele zu bekämpfen, damit sie in positive Eigenschaften umgeformt werden. Sie können dabei verschiedene Stationen durchlaufen und die höchste davon ist die sogenannte reine Seele. Und dazu braucht man nicht viel. Ein bekannter Sufi-Gelehrter hat einmal gesagt: Sufismus bedeutet, nichts zu besitzen und von nichts besessen zu werden. Viele Sufis glauben übrigens, dass in allen Religionen irgendwie Wahrheit zu finden ist und dass alle Religionen von ihrem Wesen und von ihrem Geist die gleichen sind. Manche sagen sogar, dass der Sufismus gar nicht mal unbedingt im Islam angesiedelt ist. Sie sagen, dass die Mystik über der Religion steht und überhaupt erst Bedingung für die Religion ist. Ein Derwisch ist also nichts anderes als ein asketischer Mönch. Und das Wort Derwisch leitet sich her vom persischen Wort Dar, was Tor oder Tür heißt. Und das ist also eine Art Sinnbild dafür, dass der Bettler von Türschwelle zu Türschwelle wandert. Und im Sufismus bedeutet das auch die Schwelle zwischen dem Erkennen der materiellen und der göttlichen Welt. Es gibt verschiedene Derwisch-Vereinigungen oder Derwisch-Orden und einer der bekanntesten ist der Mevlevi-Orden. Ihre Anhänger werden auch die drehenden Derwische genannt und ja, sind mittlerweile auch relativ bekannt. Das Drehen ist eine Art Meditation oder Gebet und durch die kreisenden Bewegungen gerät der Derwisch in eine Art Ekstase und er hat dadurch die Möglichkeit, sich der Welt komplett zu verschließen und Gott näher zu kommen. Diese Meditation oder dieser Tanz ist voller Symbolik, die für Außenstehende oft gar nicht so erkennbar ist. Am Anfang eines jeden Tanzes steht der Tänzer auf einem roten Fell, das den Mittelpunkt der Welt darstellen soll. Und die Tänzer tragen einen schwarzen Umhang über einem weißen Gewand. Der Umhang symbolisiert das Grab und der Hut symbolisiert den Grabstein. Und nach der Segnung durch den Scheich und somit der Auferstehung aus dem Grab legen sie das Grabtuch ab und beginnen sich zum Klang der Langflöte zu drehen. Die rechte Handfläche zeigt dabei nach oben, um den Segen Gottes zu empfangen, und die linke Handfläche zeigt nach unten, um den Segen in die Welt weiterzugeben. Der Tanz wurde übrigens 2005 in die UNESCO-Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. Es gibt immer wieder mal die Möglichkeit, die drehenden Derwische auch hierzulande zu sehen. Natürlich ist es mittlerweile zu einer touristischen Attraktion geworden, wie so vieles, aber trotzdem ist es ein faszinierender Anblick und besonders eben, wenn man die Bedeutung dahinter kennt. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie Menschen auf der ganzen Welt leben, welche Rituale sie haben, woran sie glauben, dann könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, denn es werden noch viele Videos in dieser Richtung folgen. Es gibt so viele Dinge auf dieser Welt, die uns vielleicht fremd erscheinen, vor denen wir deswegen Angst haben, die uns nicht geheuer sind. Aber wenn man sich dann nur ein bisschen damit beschäftigt, dann versteht man oft, warum Menschen tun, was sie tun oder warum sie denken, wie sie denken. Also bleibt neugierig und bis zum nächsten Video.